Grandiose Atmosphäre war vorprogrammiert, wenn Karlsruhe Jena in Leipzig-Leutsch zu Gast ist bei der BSG Chemie Leipzig. Tolle Bilder schon vor Anpfiff im Gästeblock. Auch die Chemiefans klatschten sich schon mal warm, waren heiß auf dieses Duell nach 4 Chemiesiegen in Folge. 2 Personalmeldungen auf Leipziger Seite, Wechsel im Tor, Jonas Janke vertrat den kranken Benjamin Bellot und Florian Brückmann verlängert seinen Vertrag für die kommende Saison. Chemie kann also weiter auf seine Erfahrung bauen. Die Meldung wurde vor dem Anpfiff bekannt gegeben. Von Beginn an war es eine unterhaltsame Partie. Eckball Dennis Mast, Chemie setzt sich fest und am Ende Paul Horschig mit dem Ball an die Latte. 7 Minuten waren absolviert. Paul Horschig ärgert sich. Natürlich, es wäre die frühe Führung gewesen. Der Alfred-Kunze-Sportpark wäre bereit gewesen zum Abheben. Da hätte Kevin Kunz nichts mehr ausrichten können. Nur 2 Minuten später Jena mit Kunz und dem langen Abschlag auf Löder. Schneller als Mauer und Jäpel, die beiden Offensiven als Restverteidigung hinten geblieben. Jonas Janke heißt die Endstation für den besten Torjäger der Regionalliga Nordost mit 20 Treffern. Henning Bürger sprach nach dem 1:1 gegen Cottbus von einer überragenden ersten Hälfte. Mit so einer Leistung würde heute definitiv etwas Zählbares herausspringen. Der ausverkaufte Gästeblock inzwischen eingefärbt in den Vereinsfarben Blau, Gelb und Weiß. Großartige Bilder, großartige Atmosphäre und natürlich auch Werbung für die Regionalliga Nordost. Jena kam immer besser rein, Schau durchgesetzt. Ball auf Gibson, Janke hält und Nachschuss Lemmel. Winkastul klärt kurz vor der Linie. Karlsruhe Jena näherte sich dem Führungstreffer so langsam an. Knappe halbe Stunde gespielt, Jena über Ken Gibson. Der sieht Justin Schau. Und der hat ein bisschen Raum im Mittelfeld. Spielt diesen Ball in die Spitze auf Pascal Verkamp. Vorbei an Jonas Janke. Rein damit. Jena führt im Alfred-Kunze-Sportpark. Pascal Verkamp musste bis zum letzten Spieltag auf sein erstes Saisontor warten. Netzte gegen Cottbus ein. Und prompt folgt der zweite im nächsten Spiel. Er muss den Ball dann nur noch einschieben. Es ist nicht ganz aufzulösen, ob Verkamp vielleicht sogar im Abseits gestanden hatte beim Zuspiel von Schau. Er ist auf jeden Fall sehr weit hinter der Abwehr. Schiri-Assistent Kai Kaltwasser liest die Fahne unten. Jena führt und Henning Bürger mit der Doppelfaust war zufrieden mit diesem Spielverlauf. 4 Minuten nach der Führung. Jena mit Petermann und Lemmel. Elias Löder zeigt, warum er so gefährlich ist. Gar nicht vom Ball zu trennen. Löder! Knapp übers Tor. Karlsruhe Jena musste heute auf Elias Löders Sturmpartner Cemal Sezer verzichten. Der fehlte gelb gesperrt. Offensiv lief es trotzdem. Der Ballgewinn. Und dann geht's schnell. Nils Butzen mit der Flanke. Und na klar, Elias Löder macht's. Das 0:2 kurz vor der Pause. Er trifft wie am Fließband. Allein 6 Treffer in den vergangenen 5 Partien. Das ist Saisontor Nummer 21. Er weiß genau, wo er hinlaufen muss, schiebt den Ball ins Netz. Und Miroslav Jagatic motivierte seine Mannschaft nochmal. 0:2 zur Pause, beide Tore auch unter Mithilfe von Chemie gefallen. Der schnelle Anschluss, er sollte her. Und weil es so schön ist, nochmal der Blick auf die vollen Ränge. Der Alfred-Kunze-Sportpark natürlich ausverkauft mit knapp 5000 Zuschauern. Zweite Hälfte und die erste Möglichkeit für die Gäste. Wieder über Elias Löder. Der Ball geht knapp vorbei am langen Pfosten. Die Gäste ließen jetzt diese Kaltschnäuzigkeit aus dem ersten Durchgang etwas mehr vermissen bei den Gelegenheiten, die entstanden. Und Chemie mit Dampf über Lukas Surek. Gar nicht vom Ball zu trennen. Surek steckt durch. Meder, Anschlusstreffer. Chemie Leipzig zurück im Spiel, 59. Minute. Bärenstarke Vorarbeit von Lukas Surek, der richtig auftrumpft in den letzten Wochen. Unter anderem je ein Tor bei den Siegen gegen Hertha und Cottbus beigesteuert. Yannick Meder bleibt cool vor Kevin Kunz
Dritter Saisontreffer. Die Heimfans jetzt oben auf Chemie, drückte auf den Ausgleich. Einwurf Dennis Jäpel auf den eingewechselten Oke. Der Ball geht an allen vorbei. Florian Brückmann setzt nach. Tenzels Müller aus. Flanke auf Surek. Fünfter Saisontreffer für Lukas Surek. Küsschen fürs Publikum vom Torschützen. Der Ausgleich für Chemie Leipzig und der war auch verdient. Da verliert die FCC-Defensive den Surek kurz aus den Augen. Er kann frei einköpfen. Chemie zurück nach 69 Minuten. Und es kam noch dicker für Jena. Jetzt wurde es aber auch richtig bitter, denn Maurice Hähne, der verletzt sich in dieser Situation ohne Gegnereinwirkung. Er muss lange behandelt werden am Knie. Das sieht gar nicht gut aus. Er kommt scheinbar ganz unglücklich auf in dieser Szene mit Dennis Mast. Gute Besserung natürlich an dieser Stelle. Ein weiterer langfristiger Ausfall für Carl Zeiss Jena deutet sich an. 86. Minute. Chemie wollte es jetzt wissen. Allen voran Lukas Surek mit Turbo die Grundlinie entlang. Pfosten! Beinahe das 3:2. Lukas Surek hatte Lust auf einen Doppelpack. Aus spitzem Winkel vorbei an Kunz. Der Pfosten hat was dagegen. Es blieb beim 2:2. Und damit war man nach 2 Tore Führung auf Jenaer Seite natürlich nicht ganz zufrieden. Nach so einer Führung ist man natürlich dann enttäuscht, wenn es am Ende nur ein 2:2 gibt. Aber man muss natürlich sagen, dass Chemie Leipzig mit dieser zweiten Halbzeit sich diesen Punkt auch verdient hat. Die haben uns diese stressige zweite Halbzeit auferzwungen. Ich weiß gar nicht, was in der zweiten Halbzeit gefehlt hat. Also wir haben den Gegner einfach unnötig ins Spiel kommen lassen, vielleicht 1-2 Meter zu viel Platz gelassen. Und wenn dann das 2-1 fällt, wird es natürlich immer schwieriger. Und dann kannst du kannst nicht nur 45 Minuten verteidigen. Ich denke schon, dass wir ein bisschen glücklicher vom Platz gehen, gerade wenn man zurück lag. Ich denke, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, gerade auch die erste Halbzeit, sind wir trotzdem auch enttäuscht, weil wir nicht so das abgerufen haben, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und ja, auch mit individuellen Fehlern uns da in Rückstand geraten sind. Ja. Man hat natürlich auch gesehen vor dem Spiel, was das hier für eine brutale Stimmung ist. Also da kannst du als Trainer auf kaum was reinrufen. Aber das macht es ja auch aus und deswegen nehme ich auch gerne die weißen Haare von der ersten Halbzeit im Kauf. Aber dafür, zweite Halbzeit, kannst du weitergehen. Beide Mannschaften sind damit punktetechnisch weiter formstark unterwegs, punktgleich in der Tabelle auf den Rängen 7 und 8. Jena mit nur einer Niederlage aus den letzten 9 Spielen, Chemie seit 5 Partien unbesiegt. Zum ersten Mal teilen beide in der Regionalliga Nordost die Punkte.